Natürlich, ich gestehe es, auch ich gucke Shopping Queen, ja. Guter Junge, ne? Ja. Ja. Und ich habe mich immer so gefragt, so, also ich weiß nicht, ich habe sehr große Füße und deswegen habe ich früh angefangen, Turnschuhe zu tragen, schon immer. Ja. Also ich habe 49 und deswegen war Turnschuhe gab es schon immer 49. In der 49? 49, ja, ja. Das ist Schande, ne? Und dann dachte ich mir, bitte sagt jetzt nichts anderes, aber wenn du Turnschuhe trägst, wirken die Füße kleiner. Nee, ist es leider nicht. Jetzt musst du. Das wird jetzt sehr hart nicht werden. Ja, ja, jetzt wird sehr hart, ne? Und deswegen Jahren mit den Turnschuhen. Kam ich zu und Rote ganz besonders, ne? Ich mag Rot. Der rote Kleine. Aber jedenfalls, nee, mein Traum wäre, und das habe ich mir vorgenommen, will ich heute fragen. Ob Outfit? Ja, genau. Was sagst du? Würdest du, wenn ich mich pimpen wollte, wenn ich mich ändern würde? Also wenn du mich, ja. Wie sehe ich aus? Ich denke, das ist so ein Kreativer aus einer Agentur, der hofft, dass es noch lange geht. So würde ich sagen. Also, das ist, ne? Oder? Das so. Also, ich würde denken, Werbeagentur, kenne ich viele, die gern gemütlich nach Hause wollen, wo man denkt, hoffentlich läuft's. Also, ich glaube, du magst es gern sportlich, aber du machst es, glaube ich, nicht, weil du den ganzen Tag nur läufst. Vermutlich machst du auch viel Sport. Ab und an, ja. Du hast vielleicht gedacht, dass das Wohlgefühl an den Füßen in Größe 49 dich durchs Leben, du denkst, ach, was soll ich mich da einengen? Ich wollte lässig sein. Es ist aber auch auf jeden Fall, würde ich sagen, auch eine Message zu sagen, ich bin etwas anders als die anderen. Das geht sonst nicht, sonst hält das keiner durch. Also nicht mit roten Turnschuhen zum Smoking. Und in der Zeit, muss man ja sagen, war das ja auch revolutionär. Und wenn ich gerade gehört habe, dass du sogar vom Deutschen Textilverband, dass die heute sagen, du hast da in der Heiligen Schrift sozusagen schon, dass du Teil bist, dass du das auf den Weg gebracht hast, dann würde ich sagen, dann zeugt das davon, dass du eine große Individualität hast. Und wenn man das kann, würde ich sagen, mach weiter, aber ich würde nicht immer rot machen. Aber gut, das ist.